alles wieder aktiv ist, müssten wir doch... Ryder? Oh shit. Ich glaube, wir sollten uns beeilen. Phoebe, zurück zum Eingang, sofort! Ich hab's gesehen! Was ist das? Gehen Sie kein Risiko ein! Verschwinden Sie einfach! Vorsicht! Wow. Entlüftungsöffnung! Es wäre ratsam zu fliehen, Ryder. Nein, danke für den Hinweis! Na Glückwunsch! Ich hoffe, wir kommen ja wieder raus! Das ist zu weit für einen Sprung! Haben Sie noch eine Brücke in petto? Na klar doch! Kein Wunsch ist mir zu viel! Oh Gott, schnell raus! Na Glückwunsch, was auch immer wir aktiviert haben. Für uns ist bedeutet das hier unten nichts Gutes. Die Frage ist, welche Technologie arbeitet mit solchen riesigen Energiemengen, die hier ganz offensichtlich vorhanden sind. Komm, mach ein Loch auf. Ein weiterer Gravitationsschacht. Nach oben. Er führt von hier weg. Wir nehmen ihn. Es ist immer noch aktiv. Säubert das gesamte Gewölbe und tötet alles, was ihm im Weg steht. Ja, uns zum Beispiel. Zum Glück geht's nach oben. Unsere Chancen steigen, glaube ich. Die Barriere ist weg. Wenn Sie das Ding wollen, sollten Sie es sich schnell holen. Das ist die Tür zum Eingang. Wir haben es fast Ding. Na dann, lass mal schnell hingehen. Ich wusste gerade gar nicht, was sie von mir wollten. Oh, ein Haufen Zeug. Okay, nehmen wir gern mit. Und dann raus hier. So schnell wie möglich. Oh, shit. Wir haben es fast geschafft. Wo sind sie? Hallo? Baby? Los. Los! Hör, direkt hinter uns! Zum Gravitationsschacht! Sie ist verschlossen! Los, brechen Sie sie auf! Die Konsole stellt Verbindung zur Oberfläche her. Mach schon! Gewölbe Neustart abgeschlossen. Das war knapp. Das war ganz schön hektisch. Könnte man so sagen, tatsächlich. Was war dieses Feld? Eine Falle, was sonst? Eine Immunreaktion? Eine letzte Säuberung vor dem Neustart? Dieser Ort steckt voller Überraschungen. Wir müssen vorsichtiger sein. Dieses Feld hätte uns beinahe zersetzt. Hat es aber nicht. Freuen wir uns also über das coole Gewölbe, das Sie aktiviert haben. Atmosphärenwandler ist online. Ich stelle die letzte Konsolenaktivität wieder her. Ist das der Helios-Cluster? Ja. Da sind wir. Das ist Eos. Irgendwas ist passiert. Wegen des Neustarts vielleicht? Wenn wir dieses Licht sind, könnten all diese Punkte inaktive Gewölbe auf anderen Welten sein. Möglich, aber warum gibt es ein ganzes Netzwerk? Wozu dienen sie? Solange es uns ihre Erbauer nicht selbst erklären, können wir nur spekulieren. Wir haben Bots gesehen, lebende Pflanzen, Atmosphärenwandler. Ich habe mal Nachschub für ein Ratsteam beschafft, das die Atmosphäre eines Eisplaneten geimpft hat, um die Polarkappen zu schmelzen. Und Leben zu ermöglichen. Vielleicht war der erste Wandler, den wir gesehen haben, ja nur defekt. War das der Plan dieser Erbauer? Welten bewohnbar zu machen? Einen ganzen Cluster zu terraformen?
Hey, sehen Sie mal. Das ist anders. Ist es vielleicht aktiv? Wir müssen dorthin. Sam? Extrapolation läuft. Diese Koordinaten liegen jenseits des uns bekannten Raums. Markier sie auf den Karten. Wir müssen mehr wissen. Gehen wir an die Oberfläche. Ich brauche frische Luft. Tja, wer nichts wagt, ne? Das hätten wir überstanden. Und es war sehr knapp, muss man schon sagen. Beim nächsten Mal vielleicht etwas vorsichtiger vorgehen. Was für ein Himmel. Was? Kein Atmosphärenwandler arbeitet so schnell. Wenn dieser Effekt charakteristisch ist, werden sich die Luft- und Feuchtigkeitswerte erheblich verbessern, Pathfinder. EOS könnte erschlossen werden. Das klingt sehr gut. Ich glaube, es wird aber ein bisschen dauern, nicht wahr? Wir können Fuß fassen. Mehr brauchen wir nicht. Nur einen Anfang. Diese Relikttechnologie könnte unser Überleben sichern, falls wir sie kontrollieren können. Sie ist gewaltig. Gehen wir es langsam an. Wir haben eine Spur. Sam hat sie auf den Karten markiert. Dieser Ort ist definitiv aktiv. Wer weiß, was wir dort finden werden. Wir? Sie wollen mit uns kommen? Ich will wissen, wie die Relikte ticken. Und Sie haben den Schlüssel zu Ihrer Technologie. Oder eine Brechstange. Wer hätte das nur gedacht? Ich weiß nicht. Wir sind ein Team. Sie arbeiten gern allein. Wir müssen ja nicht alles teilen, um dieses Rätsel zu lösen. Bitte. Also gut. Dann packen Sie mal und... Datenpad, Zahnbürste, saubere Unterwäsche, das reicht mir. Wir sehen uns später. Das wird bestimmt interessant. Und jetzt zu unserem neuen Außenposten. Sie haben bereits einen idealen Standort gefunden. Der NAV-Punkt ist vermerkt. Ich informiere die Tempest. Die Nexus kann es kaum noch erwarten, Ryder. Die Kolonisierungsschiffe sind unterwegs und bereit für den Einsatz. Yay. Okay, machen wir es wahr. Das klingt doch super. Wir haben einen ersten bewohnbaren Planeten. Okay, ich hätte gedacht, dass wir hier vielleicht die Pflanzen scannen können, aber nein. Gut, am Terminal brauchen wir irgendwas. Ich glaube, wir sind voll ausgestattet, ne? Rein in den Nomad. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Wir haben eigentlich nur den einen Punkt auf der Karte, ne? Sieht ganz danach aus. Ich mach mal kurz hier die Karte auf. Wenn sie sich denn öffnen mag. Ja, danke. Schauen wir mal. Wir sind da. Eine reiche Abbauzone. Hier haben wir auch eine. Da hatten wir schon das Ding hingesetzt, ne? Ich weiß zwar nicht, was das bringt so genau. Das habe ich noch nicht gecheckt, aber... Naja. Okay, wir haben hier erster Mörder. Da könnten wir eigentlich mal hinmachen. Das ist gleich um die Ecke. Das markiere ich mal. Hier ist die eigentliche Hauptmission. Ich würde sagen, wir machen erstmal die ganzen Sachen, die hier am Rand sind. Oder wie wäre es damit? Die sind alle in einer Ecke und danach können wir dann zur eigentlichen Hauptmission weiter. Das klingt, glaube ich, ganz gut. Also dann. Brechen wir auf. Es ist eine merkwürdige Vorstellung, dass sich alles, was wir hier sehen, verändern könnte, wenn wir Erfolg haben. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen EOS, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Wir haben einen ersten Schritt gemacht. Das wollte ich sagen. Aber noch ist der Planet nicht komplett bewohnbar. Da gibt's noch ein bisschen was zu tun vorher. Auf der Erde gab es auch solche Formationen. Viele Kinder haben bei ihrem Anblick an fremde Welten gedacht. Wasser und Wetter. Auf lange Sicht kann ihnen nichts standhalten. So, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Was sind hier für Viecher schon wieder unterwegs? So, hier sollte... Hier ist Chief Reynolds gestorben.
Genau. Die Sandstürmer haben die Leiche längst begraben. Ich schlage einen Scan vor. Oh, ist das nicht schön? Wir können jetzt hier lang gehen, ohne gleich gegrillt zu werden von der Strahlung. Hier sollte doch was zu finden sein. Kackens. Pathfinder, hier ist ziemlich tief ein Panzerungsteil begraben. Eine Beinschiene. Laut Scan befinden sich Gewebe und Knochenfragmente daran. DNA als Chief Reynolds identifiziert. Seine Leiche wurde vermutlich in Stücke gerissen. Dann wurde der Chief also Karkin-Futter. Der Kreislauf des Lebens kann grausam sein. Die übrige Panzerung liegt entweder verstreut herum oder wurde in ein Nest gebracht. Das Brustteil und sein Universalwerkzeug könnten seinen Tod erklären. Dann suchen und scannen wir weiter. Na gut, wenn ihr meint. Okay, es scheint doch noch Strahlung hier zu geben. Also so ganz frei von Strahlung ist die Gegend doch noch nicht. Und was ist das? Moment, das will ich mir mal kurz anschauen. Was ist das für eine komische... Das ist eine Pflanze? Geißelranken-Anomalie. Ah, okay. E-Zero-Spuren. Die Geißel wird offenbar von der Alien-Technologie angezogen. Einige Aspekte scheinen sich während der Betrachtung zu verändern. Na, Glückwunsch. Gut, konzentrieren wir uns aber erstmal darauf, hier die restlichen Panzerungsteile zu finden. Noch ein Panzerungsteil. Chief Reynolds Helm. Die Suche geht weiter. Klar doch. Wieder rein in den Wagen. Ich weiß nicht, ob das jedes Mal nötig wäre, aber was soll's. Gut, es ist doch ganz gut gewesen, dass wir in den Wagen gestiegen sind, glaube ich. Die Strecke hätte jetzt etwas länger gedauert, wenn wir die zu Fuß zurückgelegt hätten. Pathfinder, der Scanner hat Chief Reynolds Brustteil geortet. Bestätige Einzelschuss. Waffentyp nicht bestimmbar, aber der Eintrittspunkt war auf dem Rücken. Ausgangswunde in der Brust. Soweit wir wissen, stand Nilken vor dem Chief, als er abdrückte. Sein Schuss hat ihn also nicht getötet. Das Universalwerkzeug des Chiefs verrät uns vielleicht mehr. Also noch einmal unterwegs. Immerhin, wir haben schon mal bewiesen, dass der erste Mörder nicht der erste Mörder war. Aktive Relikte sein. Das sollten wir uns ansehen. Worin? Darin. Ah, okay. Okay, wir machen erstmal das eine, dann kümmern wir uns um das andere. Checken wir erstmal das Universalwerkzeug. Empfange weitere Panzerungsbruchstücke. Ich glaube, es handelt sich um eine Spur, die zu einer Höhle in der Nähe führt. Möglicherweise befindet sich dort das Nest. Klar. Und viele kleine Käferchen, die es zu zerstören gilt. Woo! Was für ein Spaß. So, Freunde, wollen wir uns doch mal umschauen. Hallo. Sind wir zu Hause? Was für ein Spaß. Alle erwischt. Sehr schön. Können wir noch ein paar Hüllenfasern einsammeln, wofür auch immer wir die brauchen. Und das Cadmium nehmen wir natürlich auch gern mit. Ups. Das war so nicht gedacht. Okay, haben wir hier schon irgendwas? Nee. Ach, hier geht's tiefer, okay. Hier. Das sieht mir richtig aus. Bestätige Ausrüstung der Initiative. Einschließlich Universalwerkzeug von Security Chief Hiram Reynolds. Wenn Sie es einschalten, kann ich die Daten übernehmen. Na klar doch. Kein Problem. Datenzugriff. Der Chief hat zum Zeitpunkt seines Todes einen Scan durchgeführt. Der Scanner hat zwei Schüsse registriert. Der erste wurde von einem Standardgewehr der Initiative abgefeuert und verfehlte. Der zweite kam von hinten. Eine Impulswaffe der Cat. Das beweist, dass Nilken unschuldig ist. Er hat Reynolds nicht erschossen. Haben wir es geschafft, siehst du mal. Das ist eine Erleichterung. Gute Arbeit. Pathfinder, es gibt noch eine Audioaufzeichnung. Dann spiel sie ab. Mann! Wo ist Nilken? Tut mir leid, alter Freund.
Es musste sein. Ich verrecke nicht auf diesem Felsbrocken. Okay. Das klingt wie... Bestätige. Stimme als Verdächtiger Milton identifiziert. Er hat den Chief nicht getötet. Aber er wollte ihn töten. Ich muss nochmal mit dem Mann reden. Na sowas. Aber er hatte ja auch gesagt, dass er das machen wollte, oder? Mir war so. Vielleicht habe ich es aber auch falsch in Erinnerung. Na gut, wir sind also ein gutes Stück vorwärts gekommen bei der Untersuchung des ersten Mörders. Sollten Milcom konfrontieren mit dem, was wir gefunden haben. Aber erstmal durchsuchen wir das hier weiter. Das Gebiet. Und ich würde sagen, wir greifen direkt an. Jetzt ist der Scope ganz nützlich, muss ich mal so sagen. Greift ihr von hinten wer an? Nee, okay. So, erstmal den einen. Okay. Der wäre weg. Ho, 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 ho. Schön in Deckung bleiben. Ich steig nochmal kurz ein. Gut, wunderbar. Unsere Rüstung ist wieder da. Ich habe ihn nicht mal im Visier gehabt, aber er ist glücklicherweise genau in die Biotik reingelaufen. So, es werden weniger. Ich gehe mal hier vorne in Deckung. Resoniert jetzt. Wahrscheinlich mit dem Gewölbe. Oh, warte mal. Wer? Was? Wo? Ich sehe niemanden. Ach, hier. Sauerei. Und damit hätten wir es. Wunderbar. Stufe 6 erreicht. Da haben wir ja ordentlich was zum Leveln dann, Mensch. Können wir mit dem Ding jetzt was machen? Mal sehen, wie ihr hiermit zurechtkommt. Was? Mit wem hat sie geredet? Pathfinder. Ich orte in der Nähe Ausrüstung der Initiative. Schon gefunden. Forschungsnotizen Anna Carell. Wir sind in einer kleinen Gruppe von der Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück, aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruinen entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer das hier gebaut hat, könnte sich noch in Helios aufhalten. Und wir brauchen seine Hilfe. Nichts ist so, wie Jean Garson es sich vorgestellt hatte. Die Person, die das hier zurückgelassen hat, sie gehörte zur ersten Welle von Kolonisten, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und diese Forscherin könnte auch an anderen Reliktstätten Datenpads hinterlassen haben. Okay. Dann haben wir also eine neue Mission. Und wir haben hier oben die Tempest. Ja, zu der wollen wir aber noch nicht zurück, oder? Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun hier. Da geht's mit dem besseren Anfang weiter. Erinnerungsauslöser, das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Die Forschungsstation ist egal. Der verstorbene Bruder, den wollte ich ja vorhin schon. Ach, wir hätten wahrscheinlich einfach bloß aussteigen müssen an der Stelle, kann das sein? Oder ist es ärgerlich? So, wir wollen noch nicht wieder runter vom Planeten. Wir gehen erstmal dorthin. Schauen wir es uns an. Wo ist jetzt... Da ist unser Nomad. Ja, ich würde sagen, es ist ein ganzes Stück gemütlicher hier geworden, seit wir die Lebenserhaltung oder die Wetterdingens da aktiviert haben. Was auch immer wir aktiviert haben. Seit wir dieses System aktiviert haben. Ihr Vater hat Ihnen das Schießen beigebracht? Die Grundlagen. Die coolen Sachen habe ich später von einer batarianischen Söldnerin gelernt, die Mitleid mit mir hatte. Sie war großartig. So alt wie die Sterne, hatte alles gesehen. Ich wünschte, Sid hätte sie kennenlernen können. Wer ist eigentlich Sid? Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Aber das finden wir vielleicht später mal noch raus. Das ist schon wieder so eine Anomalie. So, stellen wir gleich mal auf Geländegang um. Da sind wir wieder in der Anlage. So, und diesmal kommen wir hier vielleicht auch ein bisschen besser voran.
muss bloß nochmal kurz abchecken, wo wir eigentlich lang müssen. Ich glaube, hier drüben war das, ne? Oh, da leckt's etwas. Ganz leicht nur. Ja, genau, hier müssen wir hoch. Nehmen wir den Weg nochmal. Das hatten wir schon mal. Achso, ich sollte vielleicht auf den Geländegang reinhauen. Da kommen Sie! Vergessen Sie die Jetpacks des Nomad nicht. Damit überwinden Sie die meisten Hindernisse. Wenn Sie mehr Saft brauchen, können die Booster Sie beschleunigen und aus der Gefahrenzone bringen. Jetpacks an einem Nomad ist auch witzig. Na gut. Diesmal sollten wir den Ort auch... Gut, wir haben ihn ja vorhin im Prinzip schon gefunden. Also ist ja nicht so, als ob wir vorhin dran vorbeigerauscht wären. Wir sind bloß nicht ausgestiegen, um dann das zu machen, was wir machen müssen. Zweiter Versuch. Diesmal sollte das funktionieren. Pathfinder, das ist die Stelle, wo Sie Nigel McCoys Anhänger ablegen sollen. Zu Ehren seines Bruders, Dash McCoy. Wunderbar. Das war eine schnelle Nummer. Der Job wäre erledigt und damit können wir uns direkt zum nächsten Job hier unten aufmachen. Wir wollen mehr Erinnerungen haben von unserem Vater. Dementsprechend... Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Ja, dementsprechend suchen wir mal nach einem der Auslöser. Warte mal, hier werden mir zwei angezeigt. Nee, zu dem will ich, oder? Komm nicht durch! Okay, einmal rum. Hopsasa. Bin ich denn hier richtig? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah ja, da vorne, da leuchtet's, ne? Probieren wir das doch mal aus. Einfach dahin fahren, wo es leuchtet. Das kann doch nicht falsch sein. Ah, schon wieder viele kleine Viecher hier. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier sind wir richtig. Her damit. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Egal. Hauptsache, wir haben einen gefunden. Wir werden schon vorwärts kommen damit. Mit der Zeit. Mit der Zeit. So, damit hätten wir die Missionen alle erledigt soweit. Wir können uns wieder aufmachen zur eigentlichen Hauptmission. Und schauen, ob wir da dann jetzt soweit einen Abschluss finden können, insofern, dass wir die ersten Kolonisten hier runter bewegen können. Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt hinfahren. Also was dort jetzt sein soll. Ich meine, im Prinzip ist unser Job ja erledigt. Hui! Ups. Gut, dass das Ding nicht aufs Dach fallen kann. Also ich muss sagen, auf weiten Ebenen macht es schon Spaß, mit dem Ding durch die Gegend zu cruisen. Ups. Und dann den Turbo reinzuhauen. So, was ist das? Irgendwas Interessantes? Wir schauen es uns mal kurz an. Ne, scheint bloß Deko zu sein, wa? Ich glaube, das ist bloß Deko. Hm, wer weiß. So, zurück in den Nomad. Wir haben Ziele. Ja, ist mir egal. Ich fahre einfach drumherum. Scheiß auf Ziele. Komm ich hier hoch? Nein, schaffe ich nicht. Schaffe ich nicht. Oder schaffe ich doch? Ah, fast. Gut, wir müssen uns wohl doch einen Weg drumherum suchen. Vielleicht kommen wir da drüben hoch. Machen wir nochmal kurz hier den Flachgang rein. Ja, das sieht doch aus, als ob wir da hochkommen. Sehr gut. 1A, da ist ein Aufgang für uns. Und der Geländemodus tut's auch. So, da sind wir doch schon auf dem richtigen Weg, glaube ich.